Ich habe es gerade bei der Karte hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar. Immer nichts zum Zwar. Du bist ein cooler Fan, habt ihr euch alle gewünscht und ich dachte mir, okay, ich mache das jetzt erstmal. Und da habt ihr es. Ey, was soll ich sagen, Alter? Ich verkacke die ganze Zeit das Intro, Alter. Bei jedem Video, ich tue irgendwie zusammenschneiden, Mann. Insta und Snapchat habe ich hier eingemeldet. Hier Insta, hier Snapchat. Check einfach raus. Und ich werde mal sagen, fangen wir wieder an. So, wie heißt du? Lea. Sarah. Max. Shayathorn. Shayathorn? Yes. Where do you come from? I'm from Thailand. Thailand? Yes. I'm come too from Thailand. Ja. Yeah. Ennis. Ciao, Thai. 3, 2, grüß Gott, der bunte Katzenfreunde wird kümmern. Nein, 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 warten Sie, ich habe 3, 2, Sie müssen 1 sagen. When I see you again. Du bist ein Kurde, wenn? Wenn man dick ist. Weiß ich nicht, wenn du eine Bauchtasche hast. Ich hab doch auch eine Bauchtasche, bin aber Afghaner. Das ist beides fast gleich. Aber ich mach andere Farbe, weißt du? Ja, wenn man Arschhaare hat. Darüber, weißt du sowas? Keine Ahnung. Richtige Arschhaare. Ah, die hat schon gesehen, man weiß schon. Wie alt bist du? 13. Mashallah, Bruder. Wenn man viele Haare hat. Hä? Einfach so. Hä? So einen langen Bart hast. Haben nicht andere Leute aus anderen Ländern auch so einen Bart? Aber die haben die meisten. Welche Farbe haben die so am meisten, den Bart? Schwarz. Sicher? Ja. Blond. Wir hatten mal einen Kurden, einen Freund aus meiner Klasse. Er hat einen grünen Bart, aber ich glaube, er hat gefärbt. Einen grünen Bart? Ja. I can speak a little bit Thailand. Yes? Yeah. Ching Chang Chong, can you say Chong? Sorry? You know, where is Iraq? Last is in the Middle East. Okay. Wie findest du Kurden so allgemein? Ein paar nette, ja. Aber ich kenne mich halt nicht so gut aus, weil ich halt keine Freunde habe. Du hast keine Freunde? Also keine kurdischen Freunde. Ach so, okay. Wo liegt Kurdistan? Ja, Europa. So neben Serbien, gell? Ja. Also in der Grenze von Serbien, gell? Ja. Ja. Afrika. Wo? Afrika oder so. Afrika, genau, ja. Ja, in Afrika. Ja. Wo liegt Kurdistan? Irgendwo, nee, Afghanistan. Junge, es gibt nicht mal Kurdistan. Aha. Aha. Kurdistan liegt doch in Europa, ihr Spasten. Grüß Gott, der Bund der Katzenfreunde kümmert sich seit 1982 um herrenlose Katzen in München und Umgebung. Wir würden uns sehr freuen über Spenden für unsere Tierschutzarbeit. Wir haben die beste Werbung gerade bekommen und gemacht. Haben Sie den deutschen Pass? Ja, habe ich. Ich schon. Okay. Können Sie den teilen? Nee. Du bist mein Visum, du bist mein Visum. Habt ihr kurdische Freunde? Ja. Ja. Wie sind die so? Er ist ein Knacke. Ganz normal. Ganz normal, wie jeder. Normal, oder? Aussehen ist halt ein bisschen anders. Wie sehen die aus? Ein bisschen dunkler, meistens schwarze Haare. Oder fette Augenbrauen. Was hast du mit deinen Armen gemacht, Digga? Schlägerei. Sag mal, wie war das so, deine erste Schlägerei? Ich hab geholfen. Da warst du aber keine große Hilfe, gell? Doch, doch. Der andere hat 2 gebrochene Arme, nicht nur einen. Und die war so, erklärt mal. Klein und frech und deutsch. Einfach so eine Knatsche, er hat geweint und ist weggegangen. Aber er hat Hauptsache 2 gebrochene Arme, oder? Ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Mit einer Knatsche 2 gebrochene Arme, oder? Ja. Genau. Ich fand's nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. In China zum Beispiel oder in Thailand oder so. Ich habe gehört, bei Galileo zum Beispiel, da haben die gesagt, dass sie Katzenfleisch oder Hundefleisch oder so essen. China, komm bei. Ja. Was, das könnten Sie darüber sagen? Das ist uns bekannt, wir bedauern das sehr und man sollte wirklich mal hinschauen, was der Verzehr von Fleisch überhaupt an gesundheitlichen Problemen birgt. Ja? Und der Verzehr von fleischfressender Tiere ist ganz besonders gefährlich. Zum Beispiel wurde das SARS-Virus so in die Welt gesetzt. Okay.